Liebe Zuschauer, im Monat März im Jahr 2024, was wurde da bei uns oft und insbesondere gerne gespielt? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil, monatlich immer ein kleiner Rückblick, was bei uns, was bei mir oft und gerne auf den Tisch gelandet ist, was hat sich gelohnt. Und deswegen, wie gewohnt, immer nur die beliebten Spiele in diesem Format. Alles andere macht für mich wenig Sinn, nicht so viel Spaß, weil ihr wollt ja auch wissen, was lohnt sich denn auch für euch. Was ihr gespielt habt, dürft ihr es jetzt gerne kommentieren unter dem Video. Ich freue mich immer über einen kleinen Austausch. Und deswegen, ja, steige ich jetzt auch gleich ein in die kleine Reihe. Jörg, es ist doch von Spielen die Rede. Ja, der eine oder andere hat es ja gesehen aufgrund des ein oder anderen Videos. Lesen ist durchaus auch spannend. Nicht nur Anleitung, sondern Rätselspiele, Rätselbücher. Und nach wie vor bin ich bei dem einen oder anderen Buch dran. Ich habe es euch schon vorgestellt, meine Kids teilweise auch. Es gibt ja so viel mittlerweile, nicht nur was Spiele angeht, sondern auch was Bücher angeht, mit Rätseln, mit Spielen verknüpft. Das fängt schon für die Jüngsten an, aber auch für die Älteren ist einiges dabei und die lohnen sich durchaus. Und das sind jetzt nicht nur die klassischen Adventure-Games, die ich richtig gut finde, sondern die Bücher, die sind auch wirklich sehr spannend. Das als kleiner Vorausblick, vielleicht ist ja auch das ein oder andere für euch dabei. Gespielt wurde auch sehr viel und eines der Spiele habe ich euch auch schon vorgestellt, das ist Age of Innovation. Ein Terra Mystica-Spiel und ich habe es im Video erwähnt, gezeigt, weil es gibt ja quasi schon vier vergleichbare Editionen, wenn man Terra Mystica mit anderen Spielen gleichsetzt. All die Spiele habe ich euch schon vorgestellt. Alle haben Vor-, haben auch Nachteile und man stellt sich schon die Frage, jetzt kommt nochmal so ein Terra Mystica-Spiel auf den Tisch, wo das Ganze nochmal zusammenfasst bzw. noch variabler gestaltet. Es sind jetzt nicht die Völker, die thematischen Bezüge in diesem Spiel vorhanden, eher abstrakt, aber sehr variabel, sehr ausgeglichen. Und was ich zuletzt gesehen habe, ist ja oftmals auch eine Preisdiskussion, die Preise steigen generell, übrigens nicht nur bei den Spielen, sondern auch in vielen anderen Bereichen sehr deutlich. Das ist der Preis und der Preis war, was ich die letzten so 2-3 Wochen gesehen habe, wirklich angemessen und jetzt nicht mehr an dreistelligen Bereich, was man oft denkt von so einem Kenner-Expertenspiel, sondern durchaus in einem Mittelmaß von 50-60 € und da schnappt vielleicht der eine oder andere dann gerne zu. Ich habe es euch ausführlich erklärt, das Spiel ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller, ist aber ein richtig gutes Spiel und vielleicht will der eine oder andere eintauchen, der schon viel Erfahrung hat, mit Familienspiele sehr oft spielt und will vielleicht eintauchen in den nächsten Schritt, dann schaut gegebenenfalls mal das Video an, ob das dann was für euch ist. Es gibt ja, und ich habe es ja angesprochen, auch die ein oder andere heruntergebrochene Version, jetzt nicht unbedingt bei Feuerland, aber auch bei anderen Verlagen, aber das ist quasi durchaus ein Highlight, wenn man an den März 2024 denkt. Ja, und ein Spiel sorgte in dem Video für ein bisschen Diskussion, weil wir spielen nach wie vor gerne Skulking. Ja, der eine oder andere wird vielleicht denken, Mensch, Skulking Schmidt, die Version hätte ich auch gerne. Nein, die gebe ich nicht her. Und diese kompakte Version, die hat auch einiges zu bieten. Man sieht es auch schon am Format, das ist vollgepackt mit vielen, vielen Sonderkarten, die man jetzt nicht unbedingt in der einen oder anderen Edition vorfindet. Auch die Punkteabrechnung gibt es hier zweierlei Möglichkeiten, also sehr variabel gestaltet. Das Auge spielt bei mir auch ein bisschen mit. Die alte Version von der Grafik gefällt mir nach wie vor viel besser als die neue Version, die mittlerweile bei Ravensburger erschienen ist. Ich habe es ein bisschen verglichen, beziehungsweise ich habe euch beide Spiele, das damals liegt schon eine Weile zurück und das aktuell vorgestellt, da könnt ihr gerne mal reinschauen, weil diejenigen, die gerne Kartenspiele mögen, beziehungsweise durchaus Spiele wie ein Wizard, also Stichspiele bevorzugen, die sollten sich vielleicht mal Skulking anschauen. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Altersangabe, um das auch mal zu erwähnen, bei Skulking ist ab 8 Jahre und es ist für 2 bis 8 Personen, bietet also auch einen Vorteil, wenn ihr mit mehr Personen dann am Tisch sitzt. Diese Version, die ursprüngliche von Schmidt, es wechselt immer mal wieder ein Spiel, Lizenz, den Verlag, aber diese Version ist für 2 bis 6 Personen auch ab 8 Jahren angezeigt. Schaut gerne mal rein in das Video
Und dann wisst ihr definitiv Bescheid. Aber bei dem Spiel kann man durchaus ein bisschen kritisch das Ganze sehen. Ich halte es vielleicht mal hier in die Kamera, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Es gibt mal wieder ein weiteres Spiel. So kann man sagen, aus der Timeline, aus der Zeitreihe Timeline Twist. Und bei diesem Spiel geht es wie üblich darum, Karten zu platzieren, Jahreszeiten gewissen Geschehnissen zuzuordnen. Das kennt man schon von vielen anderen Spielen. Immer mal wieder ergänzt man oder verändert man den Mechanismus und so entsteht auch wieder mal ein neues Spiel. Es gibt mittlerweile mehrere Editionen. Wer jetzt sagt, der ist jetzt nicht groß der Fan von Ägypter und Römer etc., der kann auch in andere Boxen reinschauen. Im Video habe ich es auch erwähnt, mein Sohn ist ja kleiner, großer Lateiner. Und da sind natürlich viele Dinge, was das Römische Reich angeht, dabei, wo er sich richtig gut auskennt, wo ich froh war, dass ich mit ihm das kooperativ gespielt habe, dass wir auch viele Punkte hatten. Es bietet auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten. Der eine oder andere, habe ich jetzt auch gehört, nutzt dem gerne für die Schule, für den Geschichtsunterricht, für den Lateinunterricht. Es gibt auf jeden Fall die eine oder andere Option. Ja, ansonsten holt euch eine andere Box, wenn euch das Spielprinzip gefällt. Es muss ja nicht unbedingt dieses Thema sein. Tja, ihr merkt den Schnelldurchlauf, was die Spiele angeht, aber es gab einiges, was auf dem Tisch gelandet ist. Tja, aktuell kümmere ich mich mehr um meine Bonsai draußen. Mal schauen, ob ich da euch irgendwann noch das ein oder andere Bild mal einblende. Und so war es klar, dass ich mir das Spiel Bonsai angeschaut habe. Das war übrigens der Grund, warum ich mir, klar, ich bin großer Fan von vielen Spielen, von Kosmos, nicht jedes gefällt mir, aber wenn man viele Bonsai zu Hause hat, weiß, wie man sie pflegen muss, was man besser nicht macht. Und so schaue ich mir, oder so habe ich mir Bonsai angeschaut aus dem Hause Kosmos. Ab 10 Jahre. Die Altersangabe ist für mich jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar, weil es ist ein geselliges Familienspiel. Es ist nicht so schwer. Das Legen der Plättchen ist ein bisschen anspruchsvoller, was die Aufträge angeht, die Ziele. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Auszeichnungen oder jetzt in Richtung Spiel des Jahres, was da teilweise die letzten Jahre auch als quasi Familienspiel ausgezeichnet wurde. Das passt auch in diesen Bereich, was die Altersangabe 8 angeht. Das ist nämlich durchaus ein Spiel für jeden. Ein geselliges Spiel. Hypen möchte ich selbst. Ist ein gutes Spiel. Ein spaßiges Spiel, wo man seinen Bonsai baut nach unterschiedlichen Faktoren. Macht den Karten mit Meister und anderen Elementen, die einem hier unterstützen. Und das ist schön zu spielen. Und lässt sich auch gut schon zu zweit absolvieren. 1 bis 4 Personen steht dabei, Solo-Variante. Ich habe, glaube ich, im Video eine kurze Info dazu gegeben. 30 bis 45 Minuten Spielzeit. Tendenz liegt eher so bei 30 Minuten. Wunderschönes Design. Damals in der englischen Version herausgekommen. Und Kosmos hat sich die deutsche Version, beziehungsweise die deutsche Version umgesetzt. Ja, immer neue Spiele wird der eine oder andere denken und ich werde euch in Zukunft auch immer mal wieder das eine oder andere alte Spiel vorstellen, weil es sich einfach lohnt. Und Caverna ist momentan eines der Lieblingsspiele von meinem Sohn. Ich schaue hier ein bisschen hoch, ich weiß gar nicht, ob man sieht, die eine oder andere Erweiterung, da will er auf jeden Fall auch noch weitere Elemente integrieren, wobei das Kronspiel schon vollgepackt ist. Caverna ist für viele der Einstieg, wenn man Agricola mag. Man kann mit Agricola, mit dem Familienspiel beginnen, richtig schön zu spielen, habe ich euch erklärt. Dann kann man einen Step nach oben gehen zum Kennerspiel mit oder ohne Karten spielen. Das ist das Große in der Big Box. Ich glaube, ja, man sieht es ja seitlich immer. Übrigens, da gibt es mittlerweile auch extreme Preisschwankungen, wenn ich da dran denke, was das am Anfang gekostet hat. Also der Preis hat sich mittlerweile auch extrem verändert. Und Agricola ist auch ein richtig tolles Spiel, verknüpft mit Moorbauern. Ist es lohnenswert. Ein richtig tolles Spiel. Das empfehle ich immer diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen viel Erfahrung haben mit Familienspiel. Die können da einsteigen. Und wenn man dann noch mehr will, dann landet man vielleicht früher oder später bei Caverna, auch hier Lookout, der Verlag. Und auch diese Box, die ist nicht nur schwer, die hat viele Elemente zu bieten, ist tief oder, wie soll ich sagen, taktischer, strategischer, hat weniger Glückselemente. Man hat auf jeden Fall ja mehr Optionen, strategischer, taktischer, so würde ich es umschreiben. Wenn ihr immer eine Ergänzung habt, dann dürft ihr es gerne schreiben. Aber ansonsten, auch dieses Spiel habe ich euch vorgestellt. Es zählt zu eines meiner Top-Spiele. Und bei dem Spiel, ähnlich wie bei Agricola, baut man ja auf seinem Hof weiter. Man errichtet den Bauernhof mit unterschiedlichen Tieren. Und hier steigt man quasi in die Höhlen hinab, baut gewisse Stollen, verknüpft es mit Höhlen, mit Höhlengebäuden, mit anderen Elementen und hat eine Vielzahl an Karten und Plättchen, beziehungsweise insbesondere Plättchen zur Auswahl.
Und da merkt man schon, ja, das ist definitiv ein bisschen anspruchsvoller. So, jetzt, ich wollte es ein bisschen sortieren, da war auch letztes Mal der Wunsch, aber jetzt habe ich doch ein bisschen Mischung aus Kenner, Familienspiele und Solospiele. Und da kommt, glaube ich, nachher noch eins. Ja, die Kinder, die Schule, die ist ja im Vordergrund ganz klar und so blieb jetzt nicht unbedingt viel Zeit. Viel Zeit hatte ich allerdings für das eine oder andere Solospiel, wer die letzten Videos gesehen hat. Und mittlerweile haben es meine Kids auch durchgespielt und zwar beide Spiele. Ich habe damit bekommen, das haben sie gesehen und das war schon wirklich richtig gut. Rush Hour World Tour. Rush Hour gibt es ja schon als 3D-Spiel, als Solospiel, als Logikspiel. Ein richtig gutes Spiel. Jetzt habt ihr die Option. Vielleicht habt ihr das alte schon, dann braucht ihr diese Magnetversion gar nicht. Aber als Reisespiel eignet sich dieses Spiel richtig gut. Wenn ihr vielleicht was vorhabt, längere Autofahrt, die Kids sitzen auf der Rückbank oder ihr wollt einfach auf eurer längeren Bahnfahrt oder im Flugzeug etc. oder am Strand was spielen, dann lohnt sich eines dieser beiden Magnetspiele. Coin Collectors ist für mich sogar noch ein Tick besser. Liegt auch daran, dass ich Rush Hour schon in- und auswendig kenne und jetzt schon seit Jahrzehnten oft gespielt habe in unterschiedlichen 3D-Version. So war ich relativ zügig bei diesem Spiel durch. Aber Coin Collectors hat definitiv noch ein bisschen was anderes zu bieten. Hat für mich ja, ein bisschen mehr Spaß gemacht. Auch wenn ich mich jetzt nicht ja, in dieser Welt von Super Mario perfekt auskenne. Das eine oder andere Spiel, digitale Spiel, das nutzen wir gerne. Aber das war auch richtig gut. Fink Fun ist der Verlag und die haben einige Magnetspiele. Oh, Minecraft gibt es übrigens auch als Magnetspiel. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das habe ich euch aber schon vor längerer Zeit vorgestellt. Und die Reihe ist sehr, sehr erfolgreich. Habe ich euch vorgestellt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir tauchen nochmal ab ein bisschen in die Welt der Spiele. Auch dieses Spiel habe ich euch vorgestellt, beziehungsweise kommt es je nach Zeitpunkt. Tower Bricks, ein Team, ein Turm, ein Plan. Cosmos ist der Verlag und es ist ein Bauspiel. Ein Bauspiel, wo man gemeinsam oder wo jeder Aufträge bekommt und ihr baut gemeinsam an einem Turm. Ihr dürft nur die Aufträge nicht verraten, ihr behaltet die für euch. Bei solchen kooperativen Spielen ist ja oftmals auch der Punkt, dass eine Person die Rolle übernimmt, baut, drauf loslegt. Und das kann auch eine Person übernehmen, die sich sicher ist. Aber jeder ist quasi gezwungen, mitzubauen, weil jeder hat ja eigene Aufträge. Und es müssen alle Aufträge von allen Mitspielern erfüllt werden. Das Ganze fängt recht einfach an mit leichten Aufträgen, mit wenigen Aufträgen, steigert sich aber je nach Wunsch von euch durchaus ein anspruchsvolleres Spiel. Vielleicht hat man deswegen ab 10 Jahre draufgeschrieben, weil auch hier gehe ich eher von einem Spiel aus für jeden. Ab 8 Jahre aus meiner Sicht dann doch eher die Empfehlung für 1 bis 6 Personen und geht recht schnell 20 Minuten. Die Regeln sind schnell verinnerlicht, ansonsten schaut gerne in das Video rein oder schaut in die Erklär-App, da wird euch einiges gezeigt. Cosmos hat ja oftmals die Erklär-Apps, die sind richtig gut. Da könnt ihr gerne immer mal reinschauen. Bei vielen Spielen werden die auch sprachlich unterstützt, was sich wirklich lohnt. Aber Tower Bricks ist vielleicht ein Spiel für euch. Generationsübergreifend sehr gut, eine ganz klare Empfehlung für 1 bis 6 Personen. Das ist definitiv so ein Spiel. Ja, das ein oder andere Kinderspiel war bei uns, ne, bei uns jetzt nicht, weil die Kinder sind zu alt, aber ich hatte die Möglichkeit, das ein oder andere zu absolvieren. Und da kommt noch das eine oder andere Video. Ich wollte es aber jetzt, und jetzt mal in Viererreihe, was Kinderspiele angeht, kurz euch zeigen. Cosmos mit der achtsame Tiger, ein Merkspiel. Wieder so ein Memo-Spiel ab 5 Jahre und bei vielen Spielen sagt man ja, ja Gott, schon wieder ein Memo-Spiel, da gibt es doch so viele, da brauchst du nicht noch das tausendste Memo-Spiel. Gefühlt habe ich jetzt auch mittlerweile über 500 Memo-Spiele sicherlich auf dem Tisch gehabt, alle ähneln in gewisser Art und Weise. Aber es gibt immer wieder Abweichungen, so ist das Spiel immer wieder reizvoll, wie auch hier der achtsame Tiger, da kommt je nachdem auch irgendwann noch ein Video, keine Sorge, jetzt nicht vergessen. Und auch dieses Spiel hat ein paar schöne Facetten, weil es geht hier nicht darum, zwei gleiche Plättchen zusammen, sondern auch ein bisschen zu zocken, unterschiedliche Tiere zu sammeln oder hier den gewissen Tiger aufzudecken. Das Ganze auch wieder rundenbasiert, abhängig vom Mondplättchen, was aufgedeckt wird. Ein sehr schönes, kleines Mitbringspiel für die Jüngsten ab 5 Jahre mit wunderschönem Design. Und gerade solche Spiele in der Vergangenheit ist immer wieder das ein oder andere Spiel auf so eine Auswahlliste Kinderspiel des Jahres gelandet, weil die Kinder mögen einfach solche Memo- bzw. Merkspiele.
Das nächste Spiel, ja, das habe ich euch schon vorgestellt. Muss immer wieder überlegen. Ei-Ei-Stempelei, das perfekte Spiel für Ostern. Ja, vielleicht vom Thema. Definitiv hat sich's vielleicht der ein oder andere geholt. Aber es ist nicht nur ein Spiel, wo es sich lohnt für Ostern, sondern auch über die Jahre ein Spiel ab. Jetzt muss ich schauen, Altersangabe 6 Jahre, die Erfahrung, die ich gemacht habe, so Kinder zwischen 4 und 6 Jahre, ist hier definitiv die Zielgruppe. Und bei diesem Spiel, na, ich zeige es mal hier, dann sieht man es ein bisschen besser. Das Video ist ja schon online. Und das Tolle an diesem Spiel sind die Stempel. Die sind ein Hingucker, gerade für die Kids, die dann spielen. Wenn man solche Stempel hat, man würfelt und je nachdem, was gewürfelt wird, sucht man sich den einen oder anderen Würfel heraus, stempelt das Tier und die Tiere muss man passend nebeneinander legen. Man versucht es zumindest, weil wenn viele Tiere nebeneinander sind, dann gibt es viele Punkte. Um das Ganze nicht zu langweilig zu gestalten, gerade für die Kinder, sonst wiederholt sich das ja immer wieder regelmäßig, gibt es auch solche Bonuskarten, es gibt einen weiteren Stempel, sodass es als Einstieg durchaus auch schon für die 4-5-Jährigen ist, aber für später, für die 6-Jährigen, kann man dann auch solche Extrakarten hinzufügen, wo es nochmal Extrapunkte gibt, je nachdem, wo man stempelt, welche Aufträge man erfüllt. Richtig schönes Kinderspiel aus dem Hause Hoch. Ja, und ja, ich bin nach wie vor, ich glaube nicht, wie viel ich eigentlich spiele, aber Loki-Spiele schaue ich mir fast generell immer an, weil die sind nicht nur hübsch von der Illustration, die haben auch vom Design einiges zu bieten, vom Material einiges zu bieten. Und dieses Kinderspiel ist ab 6 Jahre. Fluffy Valley heißt es auch, das habe ich euch schon vorgestellt. Und bei diesem Spiel, das ist auch wunderschön verknüpft, spielt die Spielschachtel auch eine große Rolle. Ich zeige es mal hier, vielleicht in die Kamera, dann sieht man es. Das heißt, diese Schachtel hat unten so einen Schlitz und je nachdem, wo man die Tiere platziert, werden Aktionen ausgeführt. Ihr müsst die Höhle mit diesen Plättchen vollkriegen, aber es lauern unterschiedliche Elemente, gleichweise auch Gefahren mit Ereignissen auf euch, die ihr bewältigen müsst. Aber sammelt ihr auf eurem Tisch gewisse Gaben, gewisse Früchte, dann lässt man durch diese Aktion oder durch eine bestimmte Aktion diese durch einen Schlitz fallen, die dann unten in der Höhle dann angelangen und man dort sie in seinem Vorrat dann verstaut. Richtig schön gemacht, auch von den Illustrationen. 6 Jahre steht hier dabei. Ja, die Kinder sind fit. Das hängt immer von der Entwicklung des Kindes ab. Mich schauen wegen dem Stapel. Die sind in der heutigen Zeit sehr fit. Der darf man nicht unterschätzen. Ich sage ja immer, das Spielen nach Regeln fängt so mit 2,5 Jahren, 3 Jahren an. Und je nachdem, wie oft er mit den Kindern spielt, dann sind die recht fit. Dann sind es vielleicht wie bei uns schon irgendwann die Vielspielerkinder, wo es schwierig ist, die ganz andere Spiele gewohnt sind. Aber dadurch habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Und das Interesse des Kindes je nach Spiel steigt. Das muss dann die ganze Zeit immer vorhanden sein. Es gibt viele andere Spiele, es gibt viele andere Hobbys, aber das macht definitiv viel Spaß. Und bei so einem Spiel, wie jetzt ich gerade gezeigt habe, da kann man schon mit dem 4-5-Jährigen dann spielen. 6 Jahre ist offiziell angezeigt. Ein Spiel, was aus dem Hause Mattel mit Magic Ball, was sicherlich im Handel ein absoluter Blickfang ist. Ja, die Diskussion, ob man jetzt Spiele im Handel kauft oder beispielsweise über diverse Online-Shops, die hatte ich zuletzt ja auch mit euch bei dem einen oder anderen Video, wo ich euch Empfehlungen gegeben habe. Da muss man beide Meinungen sehen, definitiv. Und das Spiel ist definitiv ein Spiel, wenn man das im Handel zeigt. Dann ist nochmal eine Augenweide, wenn man den Ball sieht und man weiß, das ist ein Magic Ball, ein Ball, den man schüttelt, wo eine Öffnung drauf ist. Und aufgrund der Öffnung erkennt man dann die Aktion, die durchgeführt werden muss. Das ist ein Hingucker. Die Kugel ist durchaus robust. Ich weiß gar nicht von Material her und die Bewertungen, was ich gesehen habe, auch unter dem Video, was ich darunter dazu gemacht habe, die waren fast durchweg positiv, weil viele sind großer Fan von Magische Begegnung, einem Kinderfamilienspiel. Und das ist so die Grenze. 7 Jahre ist definitiv das Familienspiel. Aber das spielen durchaus auch viele, die vielleicht jetzt nicht regelmäßig immer wieder so wie wir spielen, sondern ab und an gerne das ein oder andere Spiel auf dem Tisch haben, wo ein besonderes, innovatives Element dabei hat. Und das ist definitiv bei diesem Spiel der Fall. Auch hier gibt es immer wieder Preisschwankungen. Ich fange jetzt in die Preisdiskussion wieder an. Die Entscheidung trifft immer ihr für euch, wo ihr Spiele holt. Und auch dieses Spiel hat einiges zu bieten. Aber wer da schon einiges gewohnt ist und viele Kinderfamilienspiele kennt, dem wird das vielleicht sogar ein bisschen zu wenig sein. Also schaut gegebenenfalls mal in das Video rein, ob das was für euch ist. 7 Jahre steht hier bei 2 bis 4 Personen. Ja, eines der Lieblingsspiele meiner Tochter ist nach wie vor
Waterfall Park. Ja, wobei sie hat momentan zwei Vorlieben. Nicht nur Waterfall Park, sondern Challengers. Ist sie auch ein großer Fan von diesem Spiel? Ich sage immer, Challengers spiele ich erst mit vier Personen. Da macht es für mich einfach mehr Spaß. Man kann so mit weniger spielen, aber Challengers mag sie auch. Aber zurück zu Waterfall Park, auch dieses Spiel, ist quasi das neue Chinatown, ist nach wie vor bei ihr sehr beliebt. Wir haben auch die Tage jetzt wieder zur Osterzeit öfters auf den Tisch bekommen, weil sie es gerne rausholt, die Regeln verinnerlicht hat, sogar erklären kann. Und das ist ein schönes Familienspiel. Kann man auch in reinen Erwachsenenrunden spielen. Ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Am besten hat es aber mit Kindern, mit der Familie funktioniert. In reinen Erwachsenenrunden war dann der Spaß dann doch nicht so gegeben, wie ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle erwartet hätte. Aber Waterfall Park könnt ihr euch gerne mal anschauen. 10 Jahre steht hier dabei. Hier müsst ihr allerdings mindestens zu dritt sein. Also 3 bis 5 Personen. Ein bisschen Spaß muss auch sein. Ihr merkt, mein Sohn hat es schon zusammengebaut. Diese Stelle auch die kurze Präsentation hier von einem Boxing Bots heißt diese Reihe. Das sind Baukästen und da merkt man, wir schauen auch gerne immer wieder über den Tellerrand. Nicht nur was Spiele angeht, sondern auch was Spielebücher angeht. Und aufgrund der diversen Videos von der Spielwarenmesse in Nürnberg, da gibt es übrigens auch ein Video zum Toy Award, unterschiedliche Altersklassen, was da ausgezeichnet wurde. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und im Rahmen des Videos beim Stand von Cosmos habe ich euch auch viele Spiele präsentiert, aber auch den ein oder anderen Experimentierkasten. Und hier gab es auch einiges zu entdecken. Das ein oder andere habe ich euch präsentiert. Das ist schon ein bisschen umfangreich. Hat mein Sohn mit seinen 12 Jahren auch schon alleine zusammengebaut. Viel Plastikelement. Man muss schauen, diffizil, also ein bisschen Erfahrung sollte man haben. Angezeigt wird es mit 10 bis 14 Jahre. 10 finde ich schon fast ein bisschen sportlich, abhängig davon, wie fit die Kinder bei euch sind. Das könnt ihr, denke ich, am besten entscheiden. 10 bis 14 wird gezeigt. Aus meiner Sicht 12 Jahre, das hat definitiv gepasst. Meine Tochter hat auch ihren Spaß gehabt, wobei das eine gewisse Herausforderung war. Das ist quasi eine andere Box. Und ihr seht es hier noch auf der Seite. Und ja, da könnte ich jetzt hier die Treppen steigen lassen. Auch hier eine Box für Kinder ab 8 bis 12 Jahre. Hier würde ich auch eher ab 10 Jahre empfehlen, weil da muss ich dann doch an der einen oder anderen Stelle mithelfen. Auch was hier diese Batterie bzw. diesen Motor angeht, wie man einbauen muss. Also der hat einiges zu bieten, sehr viel Plastik, sehr ja nicht so einfach an der einen oder anderen Stelle. Also ihr müsst genau schauen, welches Rädchen ihr an welcher Stelle einsetzt. Das ist bei Experimentierkästen der Fall. Aber für meine Tochter bei dem einen oder anderen Punkt dann doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Wenn ich jetzt beide vergleichen würde, naja. Der Boxing, der macht natürlich für die Kids doch etwas mehr her. Den würde ich dann eher empfehlen. Ansonsten dieser Gerät steigt die Treppen, lässt die Treppen steigen, Hindernisse steigen. Das ist schön zu sehen. Aber der Aufforderungscharakter, der Widerspielreiz, der ist dann doch nicht so hoch wie jetzt hier bei diesen Boxing-Sets. Und jetzt habe ich ein bisschen umgebaut, weil ich könnte euch im Monat März ja noch so viele Spiele vorstellen als Einzelvideos, täglich 3, 4 Videos. Nein, zeitlich ist das gar nicht machbar. Aber es gibt schon das ein oder andere Spiel, was wir jetzt im Februar, März gespielt haben, wo sicherlich dann im April das ein oder andere Video folgen wird. Da werde ich es euch ausführlicher schildern, weil eines der Spiele, wo sicherlich der ein oder andere auch interessiert ist, was hat denn Far Shore zu bieten? Ein Spiel in der Welt von Everdell. Ja, wir sind große Everdell-Fans. Ich habe euch mittlerweile alle Boxen vorgestellt, auch das klassische Familienspiel als Einstieg in die Welt von Everdell richtig gut gemacht. Und Far Shore ist ein weiteres Spiel. Preislich, darüber reden wir lieber nicht. Da könnte man wieder die Preisdiskussion anfangen. Aber ein Spiel in der Welt von Everdell bei Pegasus jetzt als deutsche Version entschieden. Dadurch auch ein bisschen der Preis gestiegen. Aber zumindest freue ich mich, eine deutsche Version in den Händen zu halten. Kennerspiel. Und das Spiel ist schon fast 1 zu 1 in Everdell. Hat dann doch ein paar andere Elemente, ein paar reizvolle Elemente, wo man sagt, wow, das ist auch cool. Das hat man doch als Erweiterung auch in Everdell packen können. Und das ist eine Hassliebe. Dieses Spiel ist wirklich eine Hassliebe. Da denkt man, brauche ich das oder brauche ich es jetzt nicht? Was ist das Gute, was ist das Schlechte? Ich werde definitiv im Fazit genauer auf das Spiel eingehen, aber da braucht es noch die eine oder andere Partie. Dann kann ich definitiv ein bisschen mehr über das Spiel sagen. Wobei ich jetzt schon nach der einen oder anderen Partie fast alles gesehen habe. Das ist übrigens
übrigens bei Everdell nicht der Fall. Also ihr merkt, das Spiel hat für und wieder. Lasst euch da mal überraschen, wer da schon ein paar Infos hat. Vielleicht hat es der ein oder andere gespielt, dann darf man es, dürft es gerne kommentieren. Ja, jetzt muss ich schauen, jetzt kippe ich schon. Hoffentlich fliegt jetzt mir nicht alles um die Ohren. Queen Games, ja, es gibt nicht nur die Stefan Feld City Collection. Der Stefan Feld, der wohnt ja quasi in der Nähe von uns. Ab und an gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass ich mit ihm das ein oder andere Interview drehen kann. Und es gibt auch weitere Spiele, abgesehen von der Stefan Feld City Collection. Das ist Mandaba Valla, ein Spiel aus dem Hause Queen Games. Da braucht es auch noch die eine oder andere Partie als Familienspiel ab 8 Jahre, um da euch ein bisschen mehr darüber zu zeigen, mehr darüber zu berichten. Das als kleiner Ausblick. Gleich das nächste Spiel hinterher. Nein, Jörg, du hast Hotel aus den 80er Jahren. Ja, das ist die schwarze Box und das ist die Neuauflage, erschienen bei Asmodee. Wir haben vorher immer Hotel Tycoon gespielt, hier auf der Seite steht's. Ist ja auch mit dreidimensionalen Hotels richtig schön gemacht. Asmodee hat diesen alten Klassiker neu herausgebracht. Man sieht es ein bisschen auf der Rückseite. Ich werde es euch zeigen. Meine Frau wird das sicherlich auch mitspielen. Sie hat es nämlich schon gesehen. Sie war nämlich auch sehr neugierig, ob das immer noch das alte klassische Hotelspiel ist. Wer den modernen Spielen oder wer gerne moderne Spiele mag, ich weiß nicht, ob ihr dann Zielgruppe bei diesem Spiel seid. Aber mit diesem Spiel verknüpfe ich einfach unheimlich viele Gedanken und Erinnerungen. Und deswegen wird es sicherlich schon bald mehrfach auf dem Tisch landen, gerade mit den Kids. Bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Weil man glaubt es kaum. Viele Mails bekomme ich auch, wo die Leute mich fragen, kennst du ein Spiel in der ähnlichen Richtung wie Spiel des Lebens? Solche Mails bekomme ich sehr oft. Oder ein ähnliches Spiel wie Mancomania. Kennst du da irgendwelche Spiele? Gibt es da weitere Spiele mit vielen Plastikelementen, viel Bling-Bling, einfachen Elementen, die aber ein Hingucker sind? Ja, der absolute Hingucker, der steht auf der Seite, das ist Evio, Freibeuter der Karibik. Der ein oder andere weiß da Bescheid. Auch dieses Spiel oder dieses Modul hat man damals hoch gelobt, ist aber auch tief gefallen. Das ist nach wie vor auch so ein Spiel, wenn es um Bling-Bling-Richtung geht, aber Hotel, das... Da freue ich mich drauf, euch das zu präsentieren. Dann schaut ihr einfach mal, dann trifft die Auswahl für euch. Ja, da kommt auch demnächst noch das ein oder andere. Auch dazu sind weitere Partien erforderlich. Ich habe gedacht, komm, ich packe jetzt einfach mal das Stapel rein. Dann seht ihr es. Color Lines, ein weiteres Spiel der Reihe, beziehungsweise ein weiteres Spiel von der Rita Model, erschien bei Spiel Das. Da habe ich euch auch in der Vergangenheit das ein oder andere Spiel vorgestellt. Double, alle Fans von Double werden sich sicherlich auf Anarchie Pancakes freuen. Auch dieses Spiel, recht schnell gespielt mit 5 Minuten Spielzeit. Oh, ich glaube, das kann ich euch recht zeitnah präsentieren. Da haben wir schon die eine oder andere Partie. Das werde ich euch auch zeigen. Ist es jetzt besser? Ist es schlechter als Double? Auch dazu gibt es ein paar Infos. Auch für die Fans von solchen, ja, von solchen Schweinchen-Spielen, weil hier sind wirklich kleine Elemente, kleine Schweinchen dabei mit Piggy. Ein Familienspiel für 2 bis 6 Kinder ab 7 Jahre. Auch dazu gibt es schon bald die ein oder andere Info. Und da ist es. Ja, ich habe es mir tatsächlich auch noch bestellt. Weil ich habe ja euch vorhin die Magnetreihe vorgestellt und da gab es ein wirkliches Schnäppchen. Ja, sind wir wieder beim Thema Schnäppchenjäger. Mit Mario Kart, das Logikspiel mit 40 Aufgaben. Jetzt kein Magnetspiel, aber das muss ich mir dann einfach auch noch anschauen, um die Reihe zu komplettieren. Bei Fingfun erschienen, da bin ich jetzt auch mittendrin. Seid mal überrascht. Also lasst euch überraschen, meine Frau... Nach einem Tag schon bei 20 Level. Die war ganz vernarrt in das Spiel. Schauen wir einfach mal. Also auch dazu gibt es ein Video. Und ihr merkt schon, diese Magnetspiele, diese Solospiele, die reizen oder die haben durchaus ihren Reiz. Und die 2-Personen-Fans dürfen auch nicht fehlen. Sky Team. Mensch, Sky Team, das ist ja schon alt. Das ist doch vom Herbst 2023. Ja, ich habe es mir da gar nicht angeschaut, weil es eine englische Version war. Und es gibt so viele deutschsprachige Spiele, die ziehe ich immer vor. Und manchmal wartet man ein paar Monate, früher oder später. Jedes gute Spiel kommt früher oder später bei einem Verlag in einer deutschen Version heraus. Und das ist bei Sky Team auch der Fall. Bei Cosmos erschien ein Spiel für 2 Personen. Auch das stelle ich euch dann noch vor. Dazu möchte ich jetzt aber auch noch die eine oder andere Partie absolvieren, um mir eine Meinung dazu zu bilden. Jetzt wäre es beinahe untergegangen. Ja, gerade zur Osterzeit darf das ein oder andere kleine Spiel nicht fehlen. Auf die Nüsse steht hier oben, Gold steht hier da oben. Also ich weiß, wo die ganzen Spiele stehen. Die Reihe rund um Game Factory hat ja Zulauf bekommen. Gibt es weiterhin Boxen. Ich habe bei Nürnberg auch auf der Spielwarenmesse mal nachgefragt, ob es da weitere Boxen gibt, weil die auch preislich
einiges zu bieten haben. Mensch, das Thema Preis habe ich jetzt aber schon einige Male erwähnt in dem Video, aber für viele ist es durchaus ein Argument, sich das ein oder andere Spiel zu holen, und kleine Spieler haben durchaus sehr viel zu bieten. Ich denke hier nur an Gold bzw. auf die Nüsse und Piazza, auch dazu gibt es das ein oder andere Info oder die ein oder andere Info. Seedrachen, ja, der ein oder andere kann mit Wonderbow gar nichts anfangen. Auch dieses Spiel für die Familie, 8 Jahre, 2 bis 5 Personen, stelle ich euch dann noch vor. Auch da wird die ein oder andere Partie folgen. Richtig schön gemacht, auch was das Design angeht, was das Material angeht, wie man hier die Drachenkarten platziert, beziehungsweise die Seedrachen platziert. Auch dazu wird es dann im April noch ein paar Infos geben. Ich hoffe, dieser Ausblick war für euch passend. Und abschließend möchte ich mit diesem Spiel Aqua bei der ein oder anderen Messe, wo jetzt Asmodee auch vertreten war, da konnte der eine oder andere schon absolvieren. Plättchenlegespiele sind einfach beliebt, die dürfen nicht fehlen. Ja, hier geht es um das Züchten von Korallen, um die kleinen Tiere, um die großen Tiere, um die Plättchen, die man platziert. Sehr robustes, sehr stabiles Material. Auch hier Tendenz ganz klar Richtung Familienspiel bzw. Spiel für jeden. Auch dazu werde ich im Video ein bisschen ausführlicher berichten. Das war ja der Monat März, wenn man überlegt, ich habe viele Solospiele absolviert, es blieb dann doch die eine oder andere Zeit, das eine oder andere Spiel zu absolvieren. Mehr Familienspiele, wir haben sehr viel in der Familie gespielt, auch aufgrund der Ferien, aber auch aus anderen Themen bzw. aus anderen Gründen war dann doch mehr das ein oder andere Familienspiel auf dem Tisch. Ich bin gespannt, was der Monat April zu bieten hat. Ihr habt gemerkt, es gibt auf jeden Fall sehr viel zu entdecken. Was ihr gespielt habt, dürft ihr gerne kommentieren. Bin sehr gespannt, auf was ihr euch freut, wo ihr darauf hofft, dass bald ein Video bei mir kommt. Ihr dürft es gerne schreiben. Ich will euch noch so, so viel zeigen. Und ihr habt es ja gemerkt, es darf durchaus auch mal wieder das ein oder andere ältere Spiel dabei sein. Da habe ich in der Vergangenheit oftmals Kritik bekommen, weil viele sich dann das Spiel holen wollten und es gab es nicht und ich lobe das. Das hat für und wieder. Aber es macht einfach Spaß, euch auch mal wieder ein paar ältere Spiele zu zeigen. Es müssen nicht immer die neueren sein. Deswegen habt ihr gesehen, ist immer mal wieder auch das eine oder andere ältere Spiel bei uns auf dem Tisch gerne gesehen. Das zu allen Infos. Wenn ihr euch das eine oder andere Spiel holen wollt, schaut gerne beim Händler vorbei. Das erwähne ich meistens oder fast immer in den Videos. Ist immer eure Entscheidung. Nutzt auch gerne die unten genannten Links, um uns zu unterstützen. Aber was ihr holt, wo ihr es holt, ob ihr es holt, die Entscheidung trifft wie immer ihr für euch. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.